zusammen. Heute gibt es wieder ein Fun-Favoriten-Video von mir, mein persönliches Lieblingsformat. Da zeige ich euch nämlich alles, was so Bock macht, Lifestyle-mäßig. Und ich fange an mit etwas, was ich euch versprochen hatte, nämlich mit meiner Instax-Mini, die ich auf meinem Freund geschenkt gekriegt habe. Und da habe ich mir richtig coole Gadgets gekauft online. Und zwar habe ich mir das Video von meiner Freundin Gracie angeguckt, die ja totaler Geek ist in Sachen Gadgets und so weiter. Und das Video von ihr verlinke ich euch auch. Und zwar geht es um den Shop passiongadgets.com. Und nein, das ist jetzt kein Sponsoring oder sowas. Ich habe die ganzen Sachen, die ich euch zeige, selber gekauft, ja. Und unter anderem diese Tasche, die gibt es leider gar nicht mehr. Ich habe heute mal drauf geschaut, diese coole Tasche für die Instax Mini 8. Ach, falls ihr die Kamera nicht kennt, das ist so eine Polaroid Sofortbildkamera. Aber was es noch gibt, ist diese süße Tasche mit, also mit so einem Panda, und es hat sogar so ein süßes Schwänzchen, Bömmelchen hinten, und ich mache es immer so, dass ich einfach doppelt verpacke, ja. Und dann schaut das Ganze so aus. Finde ich voll süß. Und was ich besonders cool finde, sind, dass auch die Preise sehr günstig sind. Ich glaube, die Sachen werden aus, war das Singapur? Ich glaube, Singapur geliefert. Und ich hatte das Pech, dass meine Sachen am Zoll stecken, was das ja stecken geblieben sind. Aber auf jeden Fall musste ich da abholen und dann nochmal die 19% Mehrwertsteuer zahlen, was ja auch kein Ding ist. Aber manche haben ja das Glück, dass es einfach so geliefert wird. Aber wie gesagt, die Filme sind um einiges günstiger als in Deutschland. Und vor allen Dingen gibt es da voll die coolen Filme. Zum Beispiel hier mit den Sanrio-Charakteren, Hello Kitty und so weiter. So mit Blümchen oder mit den, diesen, wie heißt der nochmal? Rilak Kuma Bären. Und was ich auch sehr geil finde, mit diesen Marvel Avengers Helden in, ja, in süß, in Kawaii. Ich hatte auch noch so Sterne gekauft. Also so ein Sternchen-Motiv als Film, das so silbrig glänzt. Moment, da sieht man es. Mit der Sterne, ja! Und hier sieht man hier dieses von dem Bären mit der Darum. Und hier eins mit der Hatice Schmidt hier auf YouTube, auch mit diesen Rilakkuma-Bären. Ich glaube, ich spreche das total falsch aus. Auf jeden Fall waren das die Sachen, die ich dort bestellt habe. Ich wollte noch so eine Selfie-Linse haben, die kann man sich so auf das Objektiv drauf packen und dann kann man so Selfies machen, weil da so ein Spiegel dran ist. Und da gibt es auch voll die süßen Formen für, beziehungsweise Designs, nämlich so im Panda-Style oder so eine Hello Kitty, die man sich dran packen kann. Das wollte ich auch noch bestellen. Und als nächstes zeige ich euch eine sehr, sehr praktische App, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt. Denn vielleicht habt ihr gemerkt, beziehungsweise ich habe gemerkt, seit ich in Köln bin, dass die Deutsche Bahn-App alles andere als zuverlässig ist, leider. Und meine Mitbewohnerin und ihre wunderschönen, perfekten, hocherotischen Hände seht ihr jetzt in diesem Bild, hat mir die Öffi-App empfohlen. Und die Öffi-App ist wirklich eine sehr praktische, übersichtliche ja, App, wo ihr schauen könnt, wie ihr am besten fahren könnt, und dort habt ihr auch eine Übersicht über die verschiedenen Verkehrsmittel, und ich finde, das ist alles sehr übersichtlich aufgebaut. Kommen wir zu YouTubern, die ihr euch unbedingt auf YouTube anschauen müsst, die ihr unbedingt abonnieren müsst. Dazu gehört meiner Meinung nach jemanden, den ich viel zu spät entdeckt habe, den habe ich persönlich kennengelernt auf meiner LA-Reise, und zwar ist es The Clevin Over, der Marty Fischer, der Stimmimitator auf YouTube, der vor allen Dingen richtig geile Loops macht. Falls ihr Loops nicht kennt, bevor ich hier total weit aushole und euch das erkläre, guckt euch einfach seine Musikkreationen an, muss ich sagen. Er ist super talentiert. Er hat eine sehr, sehr, ja, so mitreißende, verrückte Aura, würde ich sagen. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Und ja, sehr sympathisch, sehr lustig. Und die Videos sind einfach total genial. Und als nächstes habe ich etwas für die Beauty- und Fashion-Junkies unter euch. Nämlich die Berliner Beauty- und Fashion- und Lifestyle-YouTuberin T-There-Jade. Das ist eine Halbpinai, wie ich vor kurzem erfahren habe. Ich habe sie auch vor kurzem persönlich kennengelernt. Und sie macht qualitativ sehr gute Videos. Und ihre Schwester, die ist auch Fashion-Bloggerin, und das schon etwas länger. Und da könnt ihr direkt auch mal, ich verlinke euch auch den Blog von ihrer Schwester. Und ja, die macht echt tolle Fashion-Videos. Falls ihr sie noch nicht kennt, es gibt sie noch nicht so lange, aber ich würde sagen, die wird euch auf jeden Fall gefallen. Deswegen checkt ihren YouTube-Channel und den Fashion-Blog ihrer Schwester mal in der Infobox aus. Das sind beides sehr schöne und sehr sympathische Damen. Kommen wir jetzt zu meinen Filmtipps, und zwar die aktuellen, die ich gesehen habe und die zurzeit im Kino laufen. Da wäre zum einen, habe ich vor kurzem gesehen, Transformers 4, der neueste Teil. Ich fand, der war in allem too much, so zu lang vor allen Dingen, zu viel Action, zu viel Melodramatik und ja, zu wenig Shia LaBeouf. Ich mag Mark Wahlberg auch sehr gerne, aber irgendwie
wenn man Shia LaBeouf mag und sich daran gewöhnt hat an die vorigen Charaktere, da fehlt einem doch hier der Bezug und man sieht nur Bam, 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 Boom, ohne was dabei zu empfinden. Deswegen, ja, sozusagen nur 3 von 5 Punkten. Die volle Punktzahl hingegen kriegt natürlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ein Film, den man meiner Meinung nach gerade als Frau gesehen haben muss, weil ja, der berührt so, so sehr, der Film. Der ist so schön, obwohl er so traurig ist und dann noch dabei so lustig und so charmant. Guckt ihn auch, euch an und auch ihr Männer, ihr könnt euch ruhig in den Film von eurer Freundin schleifen lassen. Dann durfte ich mir im Kino noch angucken die Komödie Mädelsabend mit Elizabeth Banks. Und das ist halt so ein sehr, sehr aufgedrehter Frauen-Comedy-Film, wobei den sich Jungs auch ruhig reinziehen können. Aber mich persönlich hat er gar nicht überzeugt. Also ich fand den Humor irgendwie immer so total hochgestochen, übertrieben. Von daher nur 1,5. Geht das? Boah, ich bin jetzt mal hart. 1 von 5 Punkten. Dann darf ich dieses schöne Prachtstück in meinen Händen halten, dank DVD-Kritik. Der Robert hat mir nämlich diese Blu-ray-Disc geschenkt. Danke nochmal. Und ja, es geht um American Hustle und einen Film, dem ich 5 Punkte geben kann, weil er mir wirklich sehr gut gefallen hat. Der ist halt ein bisschen tiefsinniger, hat super Schauspiele. Auf jeden Fall ist es aber auch nicht langweilig, weil die Trickbetrüger-Geschichte, die dahinter steckt, ist auch ziemlich tricky und cool und spannend. Dann habe ich noch was ganz Besonderes für euch, nämlich kann ich euch zu einem aktuellen Film, beziehungsweise einem Film, der bald anlaufen wird, ganz, ganz neu, Karten verlosen. Und das mache ich aber am Ende des Videos, weil da ist noch eine andere Verlosung. Also könnt euch auf 2 Verlosungen in diesem Video freuen. Am Ende machen wir das aber alles. Und jetzt aber gehen wir in meine Küche. Hier zeige ich euch meine Food-Favoriten. Als erstes das, was eigentlich total overpostet ist auf Instagram. Und zwar, nichts Besonderes eigentlich, habt ihr bestimmt schon gehört, eingefrorene Früchte. Und das ist wohl das Geilste, was man meiner Meinung nach im Sommer essen kann. Und am liebsten mag ich eingefrorene Trauben. Ihr könnt aber auch Himbeeren oder Heidelbeeren einfrieren. Und das ist wirklich das Geilste, was man im Sommer essen kann. Das ist besser als jedes Wassereis. Also, weil es das an euch vorbeigegangen ist, dieser Früchtetrend, Früchte einzufrieren, dann müsst ihr es auf jeden Fall nachholen und probieren. Das schmeckt so geil. Ansonsten, was ich sehr gerne gekocht habe, ich glaube, die letzten 2 Monate habe ich hauptsächlich Lachs am liebsten gekocht. Und da kann ich euch ein ganz einfaches Barbecue-Rezept nennen, beziehungsweise eine ganz einfache Barbecue-Marinade, die folgendermaßen geht. Ihr salzt euer Lachsfilet ordentlich ein, also nehmt euch da nicht zurück, und auch ordentlich Pfeffer drauf und Paprika. Und vor allen Dingen kommt da ein ordentlicher Schuss Honig drauf und seid da bloß nicht zu schüchtern beim Hinzugeben der Zutaten. Es sei denn, ihr habt Zeit, das Lachsfilet mindestens 1 Stunde vorher zu marinieren, dann könnt ihr ruhig ein bisschen weniger nehmen. Direkt kurz anbraten und dann für 15 Minuten in den Ofen, es sei denn, ihr wollt es richtig, richtig durchhaben, dann für 20 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Und das ist ein sehr einfaches und sehr schnelles und vor allen Dingen sehr leckeres Lachsrezept. Und das war's von den kleinen Rezepttipps. Ich hatte da jetzt im Sommer nicht viel mehr. Aber ich war sehr oft essen und demnach gibt es jetzt außerhalb ein paar Restaurant-Tipps für euch. Ein weiterer Fun-Favorit, vor allen Dingen im Sommer, ist natürlich Eis. Und die Patty und ich essen gerade das beste Eis in ganz Köln. Das gibt's nämlich bei Ben & Jerry's. Und welche Sorte kannst du da empfehlen? Peanut Butter Cup. Sehr, sehr lecker. Und da bin ich auch schon in Berlin und hier habe ich auch einen Restaurant-Tipp bzw. Frühstück-Tipp für euch, nämlich das La Femme in Berlin. Das ist ein türkisches Restaurant und vor allen Dingen kann man hier richtig, richtig geil frühstücken. Und wenn ihr in Berlin richtig, richtig gutes Eis essen wollt, da habe ich von der lieben Hatice einen super Tipp gekriegt, nämlich Anna Dirks. Und das Besondere ist, das Eis ist selber gemacht und auch aus echten Früchten und es ist ein italienischer Eisladen und es ist echt lecker. Und als letzten Schnabulier-Tipp für euch habe ich noch einen richtig coolen Instagram-Account, den ihr unbedingt abonnieren müsst. Ja, erstmal schlucken. Und zwar nennt sich dieser Instagram-Account Unprocess Your Food und den zeige ich euch mal eben. Und das Coole an diesem Instagram-Account ist halt, dass es Kochvideos zeigt, und zwar sehr hochqualitative, und das innerhalb von 10, 15 Sekunden. Wie lange geht so ein Instagram-Video? Und das ist total faszinierend, wie die das so kreativ und schnell und mit schönen Bildern zusammenschneiden. Also Unprocess Your Food müsst ihr auf jeden Fall folgen auf Instagram. Das sind richtig, richtig geile Kochvideos. Und außerdem habe ich da noch einen richtig tollen Hoteltipp für euch. Ich war nämlich in Holland 3 Tage und habe mir mal ordentlich was gegönnt. Sprich, ich habe viel Geld für ein sehr gutes Hotel ausgegeben, aber
Es hat sich gelohnt. Und falls ihr mal irgendwie euren Eltern zum Jubiläum was schenken wollt oder eurem verlobten Freund, dann kann ich euch empfehlen das Spa-Hotel Nordsee. Und zwar, also Nordsee mit Z. Und zwar ist das direkt am Strand und das ist so, so schön und direkt hat auch ein total tolles Spa, wie Name Spa-Hotel bereits sagt, ne? Und oh, das ist so schön. Und auch wenn man zum Frühstück geht, beziehungsweise ins Restaurant geht, ist alles offen und man kann direkt aufs Meer schauen. Und das war so, so, so toll. Und ich finde das irgendwie so voll cool bei uns hier, dass man innerhalb von 3 Stunden einfach am Strand ist, am Meer ist. Und das ist auf jeden Fall der perfekte Urlaub zu zweit. Und da gibt es so schöne Zimmer und ich werde auf jeden Fall definitiv nochmal dorthin gehen. Und jetzt habe ich noch, wie gesagt, 2 Verlosungen von euch. Wollte ich direkt am Ende machen für diejenigen, die halt keinen Bock auf Verlosungen haben. Die müssen ja nicht mitmachen, nö. Aber wie gesagt, was heißt wie gesagt, ich habe es nie gesagt, aber es ist ja wohl klar, dass ich natürlich es mir nicht nehmen lasse, euch auf dem Videodate zu treffen. Deswegen gehe ich natürlich auch hin, auch wenn ich so ein Schisser bin, was so Massenveranstaltungen angeht. Und ich habe immer so kurz, so ein paar Tage davor voll Angst davor, aber wenn ich dann da bin und ihr alle so nett zu mir seid, dann ist das voll die Party für mich. Vor allen Dingen ist der 2. Tag, also falls ihr den Video nicht kennt, das ist die größte YouTube-Messe Europas und das wird dieses Mal sowas von groß. Das ist in der Lanxess Arena hier in Köln und das wird so fett, das wird auf 2 Tage verteilt. Und ja, ich kann euch natürlich einladen, yay! Und zwar kann ich 3x2 Karten verlosen. Also die Karten für den Videoday sind schon ausverkauft und ich bin, glaube ich, die Letzte, die noch Karten zu verlosen hat. Und wie gesagt, wenn ihr noch auf den letzten Drücker Bock habt, auf den Videoday zu kommen und mich dort zu treffen, ich lade euch ein. Und was ihr dafür machen müsst, ist, ich werde 2x2 Karten hier auf YouTube verlosen und dazu schreibt ihr mir einfach in die Kommentare, warum ihr unbedingt auf dem Videoday wollt. Und falls ihr kein YouTube habt, werde ich noch 1x2 Karten auf meiner Facebook-Seite verlosen. So, das ist, denke ich, fair für alle. Alle weiteren Infos bitte in der Infobox beachten. Und dann habe ich noch eine 2. Kartenverlosung. Und zwar für diesen Film, der hier gleich erscheint, beziehungsweise der Trailer, der hier gleich erscheinen sollte. Step Up All In. Falls ihr ein Fan von Tanzfilmen seid, dann kann ich 1x2 Karten an euch verschenken. Ja, ja, so ist es. Und die verlose ich über YouTube, machen wir es mal so von spontan, keine Gedanken drüber gemacht. Und schreibt mir dazu, warum ihr, oh Gott, warum ihr, ich muss mal lachen, weil ich mal verplanen kann. Schreibt mir einfach, warum ihr unbedingt Bock habt, den Film zu schauen. Und beide Kartenverlosungen gehen bis zum Sonntag. Da werde ich in der Infobox auflösen, also die Nicknamen reinschreiben, die gewonnen haben. Und ich werde euch dann nochmal privat anschreiben auf Facebook oder hier auf YouTube, damit ihr direkt merkt, aha, ich habe gewonnen. Und ansonsten, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Aber falls ihr noch nicht mitgekriegt habt, ich mache auf Facebook jetzt auch jeden Freitag ein Facebook-Video, so im Oldschool-YouTube-Style, so am Laptop. Und ich wäre sehr froh, wenn ihr da mal mitdiskutiert, weil das macht voll Spaß, da auf Facebook dann direkt über dieses Thema zu schreiben, weil die Themen gibt immer vor und es ist irgendwie ganz lustig, was euch dazu einfällt. Auf jeden Fall meine Facebook-Seite auch hier irgendwo verlinkt. Lasst mich mal raten. Ist es hier? Ist es da? Ich glaube, es ist da, oder? Egal, ich sollte das Video beenden, weil ich glaube, ich bin heute nicht so. Aber ich bin eigentlich nie so. Christi, aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.